Herzlich willkommen zu dem Tutorial Canvas und JavaScript. In diesem Tutorial zeige ich euch die Verwendung des HTML-Elements Canvas zusammen mit JavaScript. Und in dieser Folge zeige ich euch, was man vor allem mit dem Befehl Fill machen kann. Fill Style, das hatten wir ja schon kennengelernt. Das ist, um die Farbe zu ändern. So, und wir gehen einfach mal hier in unser durcheinander geratene Canvas hinein. Klar, das soll nicht so aussehen später, aber naja gut, zum Zeigen ist es immer ganz sinnvoll, die verschiedenen Elemente auch nebeneinander zu stellen. So, das haben wir bisher programmiert und ich möchte jetzt, damit ihr so ein bisschen seht, was Fill leisten kann, möchte ich hier unten noch eine kleine Ecke hinzufügen. Das machen wir gleich. Zuerst zeige ich euch aber, was vorher passiert. Und zwar stelle ich hier einfach hinter das Stroke, also ich habe hier die Linien, ne, wenn ihr das nicht mehr so richtig in Erinnerung habt vom letzten Mal, die Linien gezeichnet, diese lilanen Linien auf dem hier unten. So. Und die habe ich mir mit einem Stroke anzeigen lassen. So, und jetzt setze ich ein Fill dazu und dann speichere ich das Ganze ab und zeige euch mal, was jetzt passiert. Und zwar folgendes. Ihr seht jetzt ist hier in diesem Teil, da ist jetzt eine schwarze Füllung gezeichnet worden, aber hier noch nicht. Und warum das so ist, erkläre ich gleich. Ich möchte jetzt erstmal aus dieser Linie, aus dieser lilanen Linie, möchte ich ein Dreieck machen. Also ein offenes Dreieck. Das ist auch noch ganz wichtig. Line to. Und hier gehe ich mal auf 350,300. Das zeichnet dann, dass die Linie von dem unteren Punkt aus weiter nach links und so, und das Ganze sieht dann so aus. So, und ihr seht hier, ne, hier unten hat er jetzt die Linie hingezeichnet, auch hier wird jetzt eine Füllung in das offene Dreieck reingesetzt. Ich muss nicht den Pfad schließen von hier unten, von diesem Punkt aus nach hier oben, sondern das macht er automatisch. Die zweite Sache, die ihr seht, ist, es handelt sich ja um einen durchgängigen Pfad. Aber dieser Pfad wird einmal unterbrochen dadurch, dass der Maus oder der nicht Mauszeiger, sondern der Zeichencursor einfach bewegt wird und es wird nichts gezeichnet, ne? Das ist dieses Move to, was wir hier mittendrin sitzen haben, und dann wird das auch nicht dazu genommen, um eine Füllung zu zeichnen. Also das bleibt leer hier irgendwie. Das bewegt sich von hier oben nach dort. Und hier wird nichts reingezeichnet. Gut, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Und jetzt machen wir das Ganze einfach mal so, dass ich hier die Linie sehr viel weiter sich bewegen lasse. Also bisher war die Linie relativ kurz. Jetzt möchte ich die wesentlich weiter nach links noch zeichnen lassen. Und jetzt müsste der mir natürlich die Füllung auch hier irgendwie so nach schräg drüben zeichnen. So. Und jetzt seht ihr, ist was ganz Seltsames passiert, nämlich auf der einen Seite hat er jetzt diese Füllung wesentlich ausgedehnt, aber dort, wo sich die beiden Füllungen überschneiden, dort ist es jetzt wieder weiß, dort hat er die ausgespart. Das heißt, wenn sich eine Linie überschneidet oder die Füllung überschneidet und zweimal gezeichnet wird, ist das wie, als wenn die aufgehoben wird. Das wird dann einfach nicht als zu bezeichnender Bereich genommen. Das ist ganz wichtig für manche grafischen Effekte. So, hier sieht es so ein bisschen, naja, komisch aus oder doof aus, aber das ist ein wichtiges Prinzip, wenn man eben eine Linie zeichnet oder einen Pfad zeichnet. Vor allem, wenn man das Ganze dann auch noch schließen will. Gut, das ist das, was ich euch hier erstmal zeigen wollte. Jetzt zeige ich euch noch, wenn man hier die
die Linie schließt. Line to, das ist das erste, was ich mache. Und das zweite, was ich mache, ist, dass ich das Ganze zu dem Ursprungswert zurückgehen lasse, nämlich zu 200,200, also zu dem Ausgangspunkt von dem Pfad. Und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, es wird wirklich nur die Innenseite von diesem Vieleck, das es jetzt ist, das wird gezeichnet. So, das war's für diesmal, was ich euch zeigen wollte. Beim nächsten Mal werde ich euch zeigen, wie man Kreise auf den Bildschirm bringt. Das ist nicht ganz so einfach. So gerade wenn man, naja, ich sag mal noch nicht diese ganzen Funktionen mit Sinus und Cosinus und Winkel begriffen hat, aber ich zeige euch, wie das funktioniert, dann könnt ihr es ausprobieren, dann kriegt man das auch ganz gut auf die Reihe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.